Okay, herzlich willkommen auf unserem Kanal bei den beiden Verrückten, die öfters gerne sterben. Und ich begrüße dich heute erstmal, Herr Toaster. Moinsen. Jo, und ich hoffe, wir haben heute mal ein glückliches Geisterjagen und nicht wieder ständiges Sterben. Ja. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir uns los. Beginnen wir. Ja. Jo. Los geht's. Wollen wir mal. Ich mach schon mal die Tür auf. Okay. Wir wurden wieder vom Chef zugewiesen, auf ein, gezwungen miteinander auf ein Fahrzeug zu sein. Diesmal haben wir irgendwie eine Campus machen. Und hier soll anscheinend jemand umgekommen sein. Ja, oh, ich schätze mal wieder, das wird wieder eine Luftnummer, weil die Geräte wieder nicht funktionieren. Ich war wieder die Luftnummer, hört das. Ja, wenn du alles auf Wisch stellst, kann ich nichts hören. Keine Schleichwerbung, bitte. Naja, aber ja, das ist nervig. Ich hasse meinen Chef dafür. Ja, ich hasse diesen Beruf, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hasse meinen Chef dafür, dass wir zusammen das machen müssen. Ja, weil ich mich wieder opfern muss, wie immer. Wo geht's denn hier lang? Lauf durch meine Zeit. Ich hab hier 7-9. 8-9. 8-4? 10-8. Ha, glaube hier ist das irgendwo. Ja, wir gucken erstmal weiter. So, Mama, ja mal ein bisschen Licht. Ist schlecht zu sagen. Was ist los? Ah, ich habe hier ständig schwankende Werte zwischen 7 und 12. Raus kannst du nicht sagen. Deswegen habe ich ja gerade den Zuschauer und das erklärt, dass es hier ziemlich schlecht zu sagen ist. Denkst du, dein Zuschauer ist dumm oder was? Aber ich habe hier minus 1, 3. Boah, hier kurzzeitig. So, dann machen wir jetzt ja Disco ein bisschen. Ja, Disco, Boko. Jetzt wird es wieder wärmer, die Tasten verscheucht. So. Ah, ich hab's. Machen wir ja aber mal ein Licht an. Ja, in den Zelt müsste er sein. Voraussichtlich. Da macht das schon alles gut. Okay, mal gucken. Ich muss auch wirklich sagen, ich hasse meinen Chef einfach dafür, dass ich immer mit denselben da. Ja, ich muss auch was machen muss. Nur mit Anfängern arbeiten. Vor allem ist danach extrem nervig einfach nur. Der labert und dann sterben wir. Wie immer. Ja, alles seine Schuld immer, vor allen Dingen. Mal gut, dass er es so nicht nervig hört gerade. Komm, ich verarsche ihn jetzt mal. Er meint, er kann es wieder machen. Wo ist er denn nur? Der kleine Freak hat sich wieder versteckt. Es piept. Yay. Ich lag wieder richtig. Haha. Na gut, dass der olle Toaster nicht weiß, wo ich wieder bin. Hast du was gehört? Ja, ich habe wieder recht. Was ist? Rotes Zelt Richtung Feuer. Ich habe nämlich die Musikbox betätigt. Schön. Weißt du jetzt, wo es? Habe ich doch gerade gesagt. Rotes Zelt. Oder? Ist korrekt. Ich kann ja kein Licht mehr betätigen. Ich höre komische Geräusche. So ein Lachen. Hallo?
Ja, ich komme hier nicht rein, er huntet. Nana? Nein. Nein, ist frei. Strom ist tot, ne? Mach mal Generator an. Bin ja auf dem Weg, junger Mann. Ich hab eben so ein Lachen die ganze Zeit gehört, ne? Ja, sag ich doch. Unnormal, Mann. Da geht direkt die Stimmung in den Keller, da war ich Angst hab. Wenn das so eine lachende Person ist. Scheiße. Er huntet wieder öfters. Hey Leute, das ist so schlimm hier. Das ist das Schlimmste, was wir bis jetzt hatten. Und schon wieder. Fuck. Und ich bin tot. Komm, ich geh auf den Tod. Echt jetzt? Was hast du denn für Scheiße gemacht? So, fuck. Ich komme ich nicht mal weg, ey. Nicht, also nicht lebendig. Mag ich dieses Camp überhaupt nicht. Ey, aber was ist der Politikalos dumm? Er ist einfach extrem dumm. Es kann doch nicht sein, dass er einfach auf offener Fläche, er kann überall hinrennen. Er kann sich überall verstecken. Er muss aber auch überall sterben. Das Schlimme ist, im Haus, er hört ganz entspannt uns er nicht muss auf, natürlich zu. Sterben, wie immer. Schickt einen mal irgendwo hin, weil er es allein nicht bin packt. Bin tot. Bin gestorben. Bin tot. Oh nein, ich bin tot. Und dann hänge ich am Lagerfeuer rum. Ich bin tot. Wo bin ich? Ja, ich hatte heute einen schlechten Tag anscheinend. Ich bin tot. Und das nur, weil einer mal aufregen muss. Unser Kollege hier. Mit seinem Ständchen hier Quatsche. Mary Martinez. Aber naja. Sag ich doch, er hat sich wieder verdrückt ins Haus. Immer das Gleiche. Muss ja immer so weit kommen. Wo schickt der Erde kommt? Leute, ich hab so Angst. Das ist so schlimm alleine. Ich bin tot. Alter, ich hab schon Schiss. Das zieht sich jetzt ins Unendliche. Ey, ich komm hier nicht mehr weg. Oh Gott. Mein Puls, ich muss runter fahren. Ja, du musst weg. Ey. Nicht nochmal. Kann man rausgehen, aber ich muss hoffen, dass ein Phantom ist, weil dann kann ich Foto machen, also weg. Ey, Junge, er wirft hier rum. Und immer das Gleiche. Alter, Mann. Guck mal, da liegt Häufchen. Und der da heult. Und eine Tasse vom Kopf. Das ist nicht normal. Und er traut sich nicht mehr weiter. Huhu, Geist. Bitte komm. Der hängt ja nur rum. Hat Langeweile. Hand wieder. Juhu. Hier ist einer, der wollte gern gefangen werden. Aber er will ja nicht. Ach ja. Immer wenn es nicht ausgeht, hört er auf zu handeln. Alter.
sich noch nicht mehr raus, wie immer. Und das ist das, Leute, was ich immer sage. Erst ist er frech, wenn es drauf ankommt, ist er leider immer in der Ecke versteckt. Oder er läuft einfach wieder fort. Steht hier draußen so sinnlos rum. Ich gehe dir jetzt runter, mache ein Foto von der Alm, dann sterbe ich. Ganz klar mache ich das. Ah, fertig. Und dann schnappe ich mehr. Ja, so ist das im Leben. Jetzt haut er schon wieder ab. Er flüchtet schon wieder. Er weiß wieder nicht, was er machen soll. Oh ja, was soll's? Hey Leute, ich komme nicht mehr weg. So unnormal. Wie krass oft die handelt. Hilfe vom toten Praktikant kriege ich auch nicht. Jetzt oder nie, wenn, dann sterbe ich halt. Pech gehabt. Ja, das ist leider das Schlimme daran. Ich muss. Und leider habe ich nichts, wo ich sagen könnte, das könnte der Geist sein. Keine Infos. Vielleicht wisst ihr es ja auf dem Kanal. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Erstmal verstecken. Es geht gar nichts mehr. Was ist das? Und die sucht schon wieder. Da ist er. Ja, wie gesagt. Jagt ziemlich viel. Aber naja. Oh, ich hab's rausgeschafft, ey. Boah. Unnormal. Ja, ja, da müssen wir also. Na, 1% Pressezustand. Alter. Was ist eigentlich? Ey, das ist so unnormal gerade. Das ist jetzt hier Qualität vom Feinsten gerade. Einfach die ganze Zeit da sitzen. Hat er Kameras platziert? War das gerade ein Orb? Das ist ja leider scheiße. Das hat er, glaube ich, platziert. Das ist ein rotes. Könnte rot sein, ne? Ey, was wirft die Ball rum? Ja, wie aggressiv die ist. Warte, da sitzt jemand in der Ecke. Da. Aber sitzt da jemand? Sitzt da jemand?
Wo? Guck mal. Junge, Chris ist es er. Sitzt doch hier, Mann. Ey. Mal nachgucken. Es ist so unnormal. Es ist wahrscheinlich, denke mal jetzt so anhand der Sachen hier, es ist nein. EMF. Also ich muss nachdenken. Verpflegung. Gibt dir jetzt noch was heißt, ein Schwanz berührt fast nie den Boden oder hier. Man kann es wie gesagt schlecht sagen. Der Kollege merkt sich heute mal nicht aus. Krieg ich da auch keine Infos. Aber wir müssen noch was für sie geben. Ja, das könnte sein, ja. Das wird ein Dämon sein, denke ich. Ja, mal sehen. Ich denke es auch, aber naja. Man hat auch schon öfters daneben gelegen. Denke ich jetzt mal, das ist so eine grobe Vermutung. Der Praktikant ist leider gestorben, dafür jetzt einmal eine Schweigesekunde nur, weil er ist nicht so viel wert für den Praktikanten. So, das war's mal wieder. Ruhe in Frieden, Praktikant. Viel Spaß noch dir in deinem anderen Leben. Ja. Und tschüss. Gut, dann schauen wir nochmal, was es war. Er hat ja nicht mal eine Kopfkammer aufgesetzt, deswegen ist er gestorben, ganz klar. Deswegen ist er gestorben. Ja, jetzt schiebt das wieder alles nach. Das ist einer der schlechtesten Einsätze, die wir je gemacht haben, ganz ehrlich. Das muss ich auch sagen. Das ist absolut schlecht gewesen. Dafür kriegen wir erstmal eine Kündigung. Da müssen wir erstmal mit dem Chef drüber. Ich hole den jetzt aus dem Krankenhaus erstmal ab dann. Aber irgendwie. Doch, okay. Und es war ein Dämon. Oh, ich habe recht gehabt. Wir wussten es alle. Hoffe ich nochmal. Ich habe einfach recht gehabt. Dann einen schönen, dann noch einen schönen Abend, Tag. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Auf Wiedersehen. Ciao.